Hallo und herzlich willkommen bei TV Küche. Mein Name ist Andrea Rohlshausen und ich erkläre euch heute das Gewürze-ABC. Wir beginnen mit dem Buchstaben C wie Chili. Ja, warum ist die Chili scharf? Die Chili ist scharf, weil sie Capsaicin enthält. Schärfe ist kein Bereich im Mund, der eindeutig definiert ist, wie süß, sauer oder salzig, sondern Schärfe ist eine chemische Verbindung, die die Schleimhäute auf der Zunge reizt. Manchmal sogar die Haut, je nach Schärfe der Chili. Wie wird Chili-Schärfe gemessen? Chili-Schärfe wird in Scoville gemessen. Auf der Scoville-Skala beginnen wir mit der ganz gewöhnlichen Gemüsepaprika. Ja, richtig, die Gemüsepaprika ist auch ein Nachtschattengewächs, wie die Chili eben auch. Und wir beginnen da mit 20 bis 50 Scoville, je nach Reifegrad und Paprikasorte. Die Chili hat nach oben hin eigentlich kein Ende auf der Scoville-Skala. Ich habe euch heute die Habanero-Chili mitgebracht, die seht ihr hier. Dieses Pulver hat in etwa 230.000 Scoville, das ist schon verdammt scharf und wir füllen das auch nur mit Mundschutz ab. Dann habe ich euch noch ein paar andere Chilis mitgebracht, die von der Namensgebung her alle ganz verwirrend unterschiedlich sind. Bekannt ist euch sicherlich der Name und der Begriff Peperoncini. Das sind diese kleinen, gemeinen hier, die man auch oft in Öl eingelegt findet. Diese vermahlen ergeben den Cayennepfeffer. Cayennepfeffer ist kein Pfeffer, wie der Name vermuten lässt, sondern ist eben auch ein Chili. Und dann habe ich euch mitgebracht die Chili-Ringe. Die sind einfach in Scheiben geschnittene Peperoncini und Chili-Fäden, die kaum Schärfe haben, aber einfach als Deko eben auch ihren Platz in der Küche haben. Außerdem habe ich euch eine Menge geschrotete Chilis mitgebracht, wie beispielsweise das Urfa-Biber aus der Türkei, seit Otto Lengi bekannt, ein südamerikanisches Chili, das Chili Chipotle, das ist einmal geschrotet und hier vermahlen, ist das identische Produkt. Und ein moderates Chili aus Südfrankreich mit einer unglaublich beschreiblichen, unglaublichen fruchtigen Note. Ein Chili Ancho, ebenfalls aus Südamerika, mit einer schokoladigen Note, ist entstanden aus einer schwarzen Chilischote und eignet sich hervorragend für Chili con Carne beispielsweise. Ein Chili Jalapeno mit ordentlicher Schärfe hier schon und wie gesagt, das Chili Habanero haben wir ja bereits erklärt. Ja, was tun, wenn mal zu viel Chili im Essen gelandet ist? Euch sei gesagt, Wasser löst das Problem nicht, da die Chili einfach nicht wasserlöslich ist, sondern fettlöslich. Von daher ist es ganz gut, wenn man einfach ein stark fetthaltiges Milchprodukt unterrührt oder eben einfach ein Stück Brot nachisst.